Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der TourWasMap. Natürlich zusammen mit dem Markus. Servus, Leute. So, und ich werde jetzt wieder eine Bahn ohne Häckselablage machen. Ich mache das jetzt so, dass wir halt nur Längen fahren müssen. Was mir jetzt gleich gerade aufgefallen ist, wir sind nicht im Aufnahme-Channel DS. Werden wir beim nächsten Part dann ändern, sofort. Ja, das wäre ungünstig, aber alle, die auf dem TS sind, sind gerade im anderen sind Raum. In der Aufnahme, Also, genau. ja, das sollte eh noch ein bisschen passen. Die haben noch ein bisschen was vor sich. Ich glaube, die wollten jetzt ja auch 20 oder was. Und dann haben sie erst zwei Parts um. Das stimmt, ja, die machen ja 20 Minuten Parts wahrscheinlich. Ja, ich finde 20 Minuten Parts ein bisschen heftig, ich weiß nicht. Ich finde, das kann man mal so zwischendurch, wenn es eben was Wichtiges, wo man sagt, okay, wir möchten jetzt noch abverkaufen und den letzten Anhänger auch noch mitnehmen, dann finde ich das Ja, okay. ich mach dann auch meistens so, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt gerade da noch gerade so eine Länge zum Fahren oder was, dann wird es halt ein 16, 17 Minuten Bad, aber dann ist es so. Ja. Aber ich tue jetzt sage ich, du geh auf 20 Minuten bei, dann kannst du da gleich haben, dass nachher 22, 23 Minuten zusammenbekommst. Ja, und dann machst du mal einmal doch mal ein bisschen mehr und dann bist du bei 30 Minuten. Das ist echt. Und Wird nur immer mehr und mehr und mehr. nur damit ihr das hier mal wisst, ihr lieben TourWas-Zuschauer, der Part 200 hat bei mir so knappe 30 Stunden zum Hochladen gebraucht. Ich habe das gerade mal durchgerechnet. Also den werde ich noch hochladen, aber es dauert ungefähr 30 Stunden. Dedim. Ja, doch, Motivation der zum hat auch die Länge Hochladen. gehabt von 50 Minuten. Ja, 50 Minuten hatten wir. Schön untertags immer. Aber es war auch schön einfach. Ja, es war ein genialer Es hat Part, sich muss ich sagen. gelohnt. Ich hoffe, die Zuschauerbindung ist dann auch gut drauf. Na, Nein. ich glaube, die wird eher durchwachsen sein. Aber das wissen wir wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme. Das Denke könnte ich mal. hinkommen, ja. Dass wir dann ein bisschen darüber reden werden, wie das Feedback zum Part 200 war. Das wird mir nämlich auch echt mal. Also da freue ich mich schon drauf, was die Leute so sagen. Was wir mal machen können, was wir mal anders machen und so weiter. Ja, das ist über oder was für Mods noch gewünscht werden. Weil du hast ja die zwei Mods zwar vorgestellt, den Axion und den Ja. LKW da. Die sollen mir ja sozusagen sind nur kommen da, ja, nehmt es dazu, nehmt es dazu. Aber ja, Ich es möchte auch noch gerne keine eigentlich anderen Sachen Mods reinnehmen, vorstellen. die ich nicht kenne. Ja, genau, halt, dass ihr mal Mods vorschlagt, noch einmal, oder. Aber nicht, dass man sagt jetzt irgendwas, sondern schon was halbwegs Sinnvolles Ja. oder was wir brauchen können Was? und. Es müssen schon gute Mods sein. Ich möchte hier keinen, was weiß ich, wo jemand sich zum ersten Mal einen Mod versucht hat. Wir haben ja Ja. eigentlich überall relativ hochwertige Mods. Alle haben viele Funktionen, gute Texturen, sind relativ fehlerfrei und so. Und mir ist auch wieder eingefallen, es gibt eigentlich immer noch, also ich habe noch nicht so einen richtigen Spielfehler in der Map gefunden. Klar, so ein paar Sachen, die jetzt, aber das alles, was vielleicht stört, ist eigentlich so, dass es vielleicht die Meinung vom Modder ist und nicht irgendwie so ein Spielfehler, wo du, was weiß ich, durch die Genau. Map fällst oder so. Das habe Ja. ich alle schon erlebt, aber auf Ja, der und auch am TourWas-Map nicht. Randkontfall kannst du dich drunter fallen. Ja. Außer auf einer Stelle, das habe ich herausgefunden. Wenn du auf den Schienen fährst, wo der Zug rausfährt, in den Tunnel hinein, da kannst du durchfahren und dann fliegst du von der Map runter. Was passiert eigentlich, wenn man von der Map runterfliegt? Nichts mehr fliegt. Also einfach nur durchgängig. Ich glaube, dann habe ich immer Alt F4 gemacht, wenn sowas passiert ist. Kannst auch die Maschine meistens nicht zurücksetzen und so weiter. Okay. Weil du Auf sie nicht auf der Map mehr den siehst und bla Standard-Maps geht bla. das ja auch nicht, davon wegzukommen, ne? Von Bin der mir nicht Map. sicher. Ich glaube nicht, weil meistens hast du da Wasser herum oder hast irgendwelche höheren Berge und. Ich überlege gerade, was ist denn bei Hagen? Ah, okay. Okay, ja, Hagenstedt da ist ist im er. Norden der Hafen. Ja. Lass mal da weg, dann. Da hast du eigentlich überall einen Fluss dazwischen, glaube ich. Ja, ganz Ich weiß nicht, unten im Süden nicht. kommt es mir vor, ich weiß ich jetzt nicht. Und naja, im Osten, das sind dann immer einfach so Wände, die es irgendwann hochgeht. Relativ steile Wände. So, na? Achso, jetzt klappt er ein. Das dauert ein bisschen, bis der einklappt. Ah, cool, das ist so genial, der Einklappmechanismus von dem. Ich muss sagen, ich bin richtig gerne in der Ecke hier bei Feld 1. Ich weiß gar nicht, welches Feld. 3 und 4, die müssen wir auch irgendwann mal haben.
Das ist richtig schön, dazwischen so lang zu fahren. Dann sieht man schon so leicht am Horizont den Hof und gleichzeitig. Hier ist einfach das Schöne, ist, man sieht irgendwie alles und ist gleichzeitig trotzdem weit weg. Weil das alles Stimmt, so ja. uneben ist. So. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich gerade? Wir haben Fast nichts, oder? Okay. 1500 oder sowas. Aber wir können 75.000 aufnehmen. 35.000 aufnehmen, so. Aber ich sehe jetzt auch gerade, ich habe auch das rote Symbol, weil vorher mal bei der Megaprojektaufnahme hat der Docker gesagt, er soll ein rotes Licht leuchten im Fan. Aber ich habe Real Light, glaube ich, drin, oder? Ja, da, ich weiß nicht, was das für ein Licht ist. Vielleicht, wenn er angeschaut. Passt mir, keine Ahnung. Handbremse. Nein, klar ich nicht. Wüsste jetzt aber auch nicht, wie ich da oder was ich da ausschalten könnte. Doch, ich habe jetzt das Licht sind nämlich andere. Ankuppeln kann ich es auch nicht. Wanne auch nicht, keine Aber Ahnung. meine Lieblingsmap ist nach wie vor immer noch die Tourwars-Map, wenn ich so. Ich habe gerade so überlegt, so ein paar Sachen finde ich mittlerweile langweilig, aber insgesamt. Das ist genial, halt, man muss das einfach so sagen. Auch für große Maschinen vollkommen geeignet. Wir haben ja auch teilweise hier. Wir haben ja schon teilweise mit die größten Felder. Da Feld 1, Feld 32, das ist ja schon. Gehört ja schon zu den großen. Ja, und auch die kleinen Felder sind für große Maschinen halbwegs geeignet. Weil es ist nicht so, dass du jetzt sagst, ja, das geht überhaupt nicht, die Maschine für das Feld. Irgendwo kannst du immer damit fahren. Oh. So. Ich habe mich jetzt gerade selber mal leer gemacht, dann waren auch schon die Anhänger voll. Soll ich's abfahren? Sollte, Ich oder? bin schon am Hof. Na, ich. Ja, okay, wurscht. Bin nämlich gerade am Feld, keine Ahnung, was das jetzt ist, 15. Ja. Gleich am Anfang Was in ich einem aber Urban. auch gewünscht wurde und was ich ganz interessant finde, wo ich so ein bisschen im Moment am Überlegen bin, wie man das perfekt einbindet. Wir sollen nicht nur große Maschinen kaufen. Ja, das Problem ist, große Maschinen ist. Ich Geil. weiß jetzt nicht, was man. Nein, nicht wegen an Geld sein, aber ich weiß nicht, was man anderes kaufen soll, dass man jetzt sagt, ja, es ist was Sinnvolles auch noch, oder ist einfach, soll es einfach nicht mehr Ich sinnvoll könnte mir zum sein, Beispiel oder? vorstellen, dass man so ein, weiß ich nicht, so ein 80er Jahre 150 PS Deutz mit Frontlader, so ein Deutz D140 oder sowas, sowas reinpacken mit Frontlader. Was Ja, dann für die okay. Kuhwiese vielleicht ganz cool ist, oder dass man vielleicht zum Transportieren noch einen MB-Truck 1800 oder sowas reinnimmt. Das wäre halt meine Idee. Oldtimer will ich hier, okay. Man kann vielleicht einen Oldtimer kaufen aus Spaß und den irgendwo hinstellen. Aber ich denke mal, sinnvoll damit arbeiten wollen wir nicht mehr. Oder vielleicht mal irgendwann, was weiß ich, im Part 500 als Special. Mal wieder so ganz wie am Anfang anfangen. Genau. Nein, ich weiß wirklich nicht, was man mit. Ich wüsste jetzt nicht, was man mit so einem. Auch mit den D180, ob das so sinnvoll wäre, dass man da. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, sinnvoll ist es vielleicht nicht, aber es ist dann halt einfach irgendwann so. Du hast nur noch diese gigantischen Maschinen. Und ich glaube, das stört einige, dass man dann nicht mehr so die Abwechslung hat. Ja, das stimmt schon. Aber es gibt auch in den neuen Maschinen, halt in den größeren Maschinen, viele Dinge, wo man sagen kann, ja, das ist da viel besser oder so. Ja. Halt man halt, ich. Es wurde ja auch der Xerion schon gewünscht von einigen. Ja, den möchte ich hier auch garantiert mal haben. Das ist. Glaube, nach Part 200 wird er halt, wenn der rauskommen ist, wieder noch mehr gewünscht werden. Auf jeden Fall. Also ein paar 200 Sport der Zerion, und der ist aber auch. Das ist auch wirklich ein richtig guter Mod. Das stimmt ja. Sieht top aus und so weiter. Da hat man was von. Ja, das ist schon. Der kann es schon so richtig. Der hat's Nein, aber drauf. halt, ich wüsste jetzt nicht, was man für kleine Maschinen sinnvoll, halt, dass man sagt, ja, okay, es gibt schon ein paar Sachen, so wie den Strohanstreuer könnte man kaufen. Aber dann braucht man eh Ballentechnik zuerst. Und für die Ballentechnik, wenn man das sagt, eine Presse braucht auch schon einiges an PS. Ich Genau. brauche natürlich keine 936er vorhängen, aber ich brauche sie, muss sicher einen, weiß nicht, 250 PS schleppen, bevor die großen Ballenpressen da vorhängen. Ja. Also Und Ballenpressen wären vielleicht vielleicht auch. maximal den Johnny oder so. Ja, so Den in der Art kleinen so. hier. Weil sie schneiden ja auch drinnen das Gras, die haben ja auch so Schneidezähne oder Schneidemesser.
Und die müssen ja, und das muss ja alles durch die Zapfwelle antrieben werden, halt so klein und so, weiß ich nicht, was man da noch nehmen könnte. Solange du, sobald du auf, weiß nicht, 6 Meter Maschinen gehst, hast du das Problem, dass du mit den kleinen Traktoren nicht wirklich was anfangen kannst. Ja. In echt ist es ja eigentlich, ich kenne das zumindest hier in der Gegend. Ich habe hier, glaube ich, vielleicht waren 6 Meter Grubber gesehen, aber noch nie eine 6 Meter Sämaschine. Die meisten hier in Nichts, der es Gegend gibt haben 3, mit 4 drei, Meter die drei, ja, Sämaschinen. die fahren mit 3 Meter herum. Ja. Dass man Bei ungefähr uns die auch Breite sehr vom viel. Schlepper hat. Ja. Weil ich glaube, den meisten Bauern ist das mehr oder weniger egal. Selbst wenn die, weiß ich nicht, ihre 30, 40 Hektar haben und dafür halt mehrere Tage brauchen. Ist ja nicht so wie im Spiel, wo man die ganze Zeit vorankommen möchte. Na, es ist schon angenehmer, wenn es mir. Aber oft hast du dann mit einer 6-Meter-Maschine, wenn du so ein kleines Feld hast, und das hier im Spiel sind halt meistens relativ große Felder mit einige Hektar oder ein Hektar zumindest. Weil unter ein Hektar gibt es, glaube ich, auf Two Rivers auch fast kein Feld. Und bei einem Hektar musst du halt denken, da hast du schon viel mehr Platz zum Herumdrehen. Und das, wenn du ein kleineres Feld hast, so wie viele Bauern, so ein halber Hektar mal oder so ein Viertel Hektar, dann wirst du halt mit einer 6-Meter-Maschine brauchst genauso lang wie mit der 3-Meter-Sämaschine, weil du ja mit dem Drehen nicht zurechtkommst, Ja, teilweise. aber trotzdem, ich glaube, in echt, ich sag mal, du hast dann eben wieder eine 2 Wochen, in denen du theoretisch säen könntest. Und dann reicht für die meisten auch eine 3 Meter, Jeden um das Fall, in ja. der Zeit zu schaffen. Klar, du sparst auch noch ein bisschen Diesel, glaube ich, bei einer 6 Meter. Ja, verbrauchst halt auch etwas mehr, aber Nein, machst du auch weniger du Zeit. sparst schon einiges an Geld. Wahrscheinlich nicht genau die Hälfte, aber schon etwas. Ja, du hast halt die Zeit auch und Zeit ist Geld und das ist das Wichtigste einfach. Auch für einen Bauern ist Zeit Geld. Oder wenn du es anstellst, halt wenn du jetzt ein Lohnunternehmer bist, dann musst du auch schauen, dass du Ja, irgendwie das sinnvoll. Lohnunternehmer ist, glaube ich, eine 3 Meter, nicht so wirklich das. Ja, gibt's auch noch welche. Die gleich mit so. Aber wenn ich hier in der Nähe ein Lohnunternehmen sehe, dann die fahren eigentlich keine Schlepper unter 200 PS. Ah, weil's nichts bringt. Ja. Die, nicht einmal eine 3-Meter-Sämaschine mit einem gescheiten Frontgruber. Halt, Gruber, das ist nur so ein Front. Eine Frontscheibenecke ungefähr, dass Ja. die Bodenbearbeitung ein bisschen davor ist. Und dann vorne vielleicht noch einen zweiten Tank, Saatguttank gleich drauf, dass du die großen Felder fertig machen kannst mit Unterflurdüngung und bla bla. Dann brauchst du auch schon wieder deine 200 PS Ja. oder 250 PS. Und darum weiß ich jetzt nicht ganz genau, was man für kleinere Traktoren nehmen sollen oder was es da gibt überhaupt beim Modhoster oder bei den anderen Seiten. Also die Modder spezialisieren sich ja auch meistens auf so Top-Modelle, Ja, auf die die jeder Top-Modelle, genau. irgendwie haben möchte. Ich meine, so ein 77 war, glaube ich, mit als erster fertig bei den Dreschern. Und das ist ja eigentlich schon das Maximum. Der 87 gibt es noch, aber der ist nicht viel besser. Der ist mehr PS und sonst hat er nicht wirklich viel mehr. Weil der hat ein anderes Kühlsystem und bla bla, aber Merkst im Spiel nichts von. merkst im Spiel nichts, genau. Kannst du wahrscheinlich als Modder einfach eine andere Zahl draufschreiben. Nein, der schaut, der ist ein anderes Modell komplett. Also Der da schaut sieht man komplett schon. anders aus. Vom 3D-Modell müsste er komplett ändern sein. Weil der 87er, das ist ja ganz neuer, der hat ein neues Kühlsystem eingebaut. Der bläst sozusagen auf der Seite bei den Schlitzen hinaus und saugt von oben die Luft an. Und Ja. dadurch staubt er nicht mehr so viel wie andere und so weiter. Oh, der saugt den Staub nicht auf für die Filter, genau. Habe ich mir mal angeguckt. Kann ich mich noch dran erinnern. Der hat ein ganz neues System, haben die und. Deswegen schaut er auch komplett anders aus. Es hat ja schon einige 87er gegeben, oder es gibt auch einen, der ist richtig gemodet ist, glaube ich. Aber es hat 87er gegeben, wo einfach ein 77er Modell genommen wurde und draufgeschrieben. Und da Ja, hat es deshalb gleich habe ich da gerade dran gedacht, den weil ich da auch schon mal Shitstorm welche. gegeben. Ja, das ist ja gar keiner, der schaut ja ganz anders aus und bla bla bla. Boah, ich finde die Abladeanimation von dem Case-Drescher auch immer noch richtig gut. Das stimmt, ja. Das ist so ein richtiger Schlauch, der da rauskommt. So, wie weit bist denn du mit dem Feld überhaupt? Noch nicht weit. Hälfte? Also bist du ja abgefahren auch noch. Ich bin Stimmt schon. abgefahren, genau. Und dann, also ich habe jetzt 2 Bahnen Vorgewende überall. Okay. Also es dauert noch ein, zwei Parts. Apropos ein, zwei Parts, der Part hier ist nämlich auch schon wieder vorbei. Und wir machen dann weiter im nächsten. Tschüss. Ja, Leute.